hallo zusammen. Wir haben so einige Anschriften bekommen, die gefragt haben, wie kriegen wir eigentlich oder wie haben wir unseren Folientunnel so fest bekommen, dass der seit 4 Jahren Wind und Wetter standhält. Ja, das kann ich euch einfach mal zeigen. Moment. So, wir haben hier so ganz tolle, jede Menge von diesen Rasengittersteinen geschenkt bekommen vor 4 Jahren. Und an so einem Tunnel ist ja, ich hoffe, das sieht man jetzt dadurch, da ist ja so ein Überschlag von der Folie, die über den Tunnel ist. Und da haben wir komplett diese Rasenkantensteine von allen Seiten hingelegt. Da sieht man es jetzt nicht mehr, da habe ich jetzt schon die neue Folie drauf getan, weil, das hat ja schon mal jemand gesehen, vielleicht da oben ist uns jetzt im Winter durch die Schneelast das Zelt kaputt gegangen. Jetzt habe ich eine neue Plane geholt und die kommt dann nachher drauf. Das zeigen wir dann jetzt auch noch in dem Video. Und dann wird noch die Tür hier vorne repariert. Ja, und dann ist der Tunnel wieder wie neu. Jetzt habe ich hier alles schön festgezucht. Die Folie ist komplett drüber. Und ja, jetzt habe ich hier überall so Gehwegplatten erstmal draufgelegt. Weil beim nächsten Sturm will ich ja nicht, dass das wieder wegfliegt. Und das werde ich mal ein bisschen schöner noch machen. Aber diese Gehwegplatten bleiben leider. Weil ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, wieder alles voll Platten zu legen, damit das hält. Und vor allen Dingen, weil sich ja viele bestimmt wundern, da sind jetzt die ganzen Fenster zu. Ja, deshalb halt nur so ein paar Platten. Die kann man dann einfach auf Seite legen. Dann mit einer ganz langen Dachlatte, die ich zusammen mache, kann man das dann einrollen bis über die Fenster. Dann sind da vorne Ösen. Dann macht man das fest. Und dann hat man wieder eine gute Durchlüftung. Dann braucht man aber nicht das ganze, diese ganze neue Folie irgendwie aufzuschneiden, wieder zu ver. Den müsste man so veröden dann mit einem gewissen Gerät. Das wäre mir echt zu teuer. Ich denke mal, so reicht und hält es auch wieder ein paar Jahre, hoffen wir mal. Und nächstes Jahr werde ich halt den Schnee, wenn es wieder so viel Schnee gibt, an den vorher runter machen. Ja, hinten wird einfach auch nur zusammengezucht. Und vorne kommen noch, sind auch noch Ösen, da werde ich das noch verankern in den Boden, damit die Folie dann von vorn und von hinten eben nicht vom Wind erwischt werden kann halt und dann nach oben geht. Ja, das war es eigentlich. Eine günstige Möglichkeit mit einer dicken Folie, die schön transparent ist, einen Tunnel zu retten, ohne viel Geld auszugeben. Ja, dann freue ich mich, vielleicht bald wieder mit dem DAT zusammen hier zu stehen.
und ihr euch zu zeigen, was wir vielleicht in dem Tunnel alles angebaut haben. Bis dann, bleibt gesund, bis dann, tschüss.